Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Parfüm.de Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Parfüm.de und ich haben dieses Jahr eine Kooperation zusammen, was ich mega cool finde. Heißt, ich habe tatsächlich die Möglichkeit, in diesem Video zwei Beauty-Pakete zu verlosen, die ich hier stehen habe, die ich euch gleich zeigen werde. Und ich habe den Adventskalender zugeschickt bekommen, um ihn hier vorzustellen. Und ich habe einen Code für euch. Voll cool, ne? Also vielen Dank an das liebe Parfüm.de-Team. Ich habe den Adventskalender letztes Jahr schon ausgepackt und fand die Idee ziemlich cool, dass wir hier so Säckchen geliefert bekommen, die wir dann entsprechend befüllen können. Die sind auch schon komplett hier aufgehangen an so einer Schnur mit so kleinen Klemmerchen, was ich total niedlich finde. Und da können wir dann die Produkte, die sich hier in dem Karton neben mir befinden, die wir gleich uns anschauen werden, hineinfüllen. Heißt, am besten ist es so, dass es ein Adventskalender ist, den man sich wünscht und den man sich befüllen lässt. Dann wird man halt überrascht, ne? Ja, genau. Ich hänge mal eben kurz die Söckchen auf. So kann Erwin nämlich auch seine tragende Rolle hier so ein bisschen erfüllen. Der Adventskalender kostet 49,99 Euro, wenn man ihn ohne die Söckchen bestellt, also wenn man den zum Beispiel einfach selber irgendwie zusammenstellen möchte und noch die Söckchen zum Beispiel vom letzten Jahr hat und 59,99 Euro, wenn man den halt inklusive der Säckchen, Söckchen, Hütchen bestellt. Und ich finde, das ist ein fairer Preis. Es wird auch eine Männervariante davon geben und mit meinem Code CLAUDISWELT15 kannst du 15% sparen. Die 15% gelten auf das komplette Sortiment und es gibt noch einen zweiten Code, mit dem du 5 Euro auf den Adventskalender sparen kannst und das ist CLAUDISWELT5. Ich habe euch aber auch die ganzen Informationen unten in die Infobox reingepackt und ja, ab dem 1.10., also quasi ab jetzt schon längst, bin ein bisschen spät dran, ist der Adventskalender verfügbar. Und ich würde sagen, wir schauen zuallererst in die Produkte rein, in die Box hinein, welche sich dann in dem Adventskalender befinden werden. Und ich sehe schon richtig krasse Marken. Also es ist schon richtig cool und ich starte mit einem ja, coolen Hand and Body Lotion Produkt von Boss Alive, 75 ml haben wir hier drin und ich weiß, dass diese parfümierten Geschichten zu den einzelnen Parfums relativ hochpreisig sein sollen. Ne? Das ist immer eine ziemlich krasse Geschichte. Boss Alive ist auch ein schöner Duft, der sehr pudrig, weiblich ist. Mag ich gerne leiden. Und das werde ich persönlich eher verwenden für den Körper und ich finde es schön. Und toll ist es auch, wenn du sowas verwendest und dann gleichzeitig auch das Parfum in Anwendung hast. Als nächstes erwartet uns etwas und das ist eher so etwas, was ich in die 6 oder in die 24 reinpacken würde. Olympia Paco Rabanne, das ist ein Körperöl, ein Body Oil mit 50 ml und ja, das ist dann zu Körperpflege, ne? Aber halt in sehr hochwertiger Art und Weise und das finde ich auch schön. Wir haben nämlich einfach gerade so zur Winterzeit sehr trockene Haut. Bei mir ist es halt nochmal ein bisschen krasser, weil trockene und sensible Haut inklusive Hang zu Neurodermitis, yay, läuft bei mir. Und sowas erwartet man nicht unbedingt in einem Adventskalender für 50 oder 60 Euro und oh mein Gott, ist das schön. Das hat auch noch einen Schimmer mit dabei. Vielleicht ist das sogar eher etwas, was ich dann im Sommer tragen würde, weil ich mag das eigentlich mittlerweile sehr gerne, wenn ich so einen Schimmer auf meinen Beinen habe. Und oh. Als nächstes habe ich so ein Füllprodukt und zwar ist es von Giorgio Armani, so ein, ja, Keyring. Ja, ein Schlüsselring einfach mit einer Quaste dran und dann hast du halt das Logo von Giorgio Armani mit dran. Ist ganz süß, ne? So kannst du deinen Schlüssel dann auch einfach ein bisschen besser wiederfinden. Mir gefällt auch die Farbe. Ich finde es jetzt auch nicht irgendwie kitschig oder so. Als nächstes erwartet uns ein alter Vertrauter von Hair Doctor. Das ist ein tolles Viech für die Haare. Zwei Phasen Thermo Conditioner mit 50 ml. Sowas verwende ich sehr gerne, nachdem ich meine Haare gewaschen habe und bevor ich sie föhne. Einfach um besser durchkämmen zu können und gleichzeitig ist es auch noch etwas, was die Haare ja auch ein Stück weit schützt vor Hitze oder wie auch immer, ne, thermischen Einflüssen, Thermoconditioner halt. Und das mag ich. Sollte man vorher schütteln und dann sprüht man sich das so auf die Haare und dann ist alles tutti. Das nächste Produkt kenne ich nicht. Monte Paris Solution Serum Anti-Age. Ja, 7 ml sind hier drin. Ist dann irgendein Anti-Falten-Serum. Ja, auf jeden Fall interessant. Serien habe ich immer gerne in Adventskalendern drin, weil die meistens ein bisschen hochpreisiger sind. Ne? Und ja, interessant. So lernt man eine neue Marke kennen.
Ebenfalls von Herr Doktor habe ich hier eine Color Intense Mask mit drin mit 30 ml. Das ist eine intensive Pflegemaske für koloriertes Haar und super viele Leute haben koloriertes Haar. Dementsprechend wird es eine gute Kiste sein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man das drauf lassen soll. Das steht jetzt hier nicht drin, drauf. Finde ich aber auf jeden Fall echt cool und ich mag Haarmasken in Adventskalender. Als nächstes haben wir eher so ein kleines Pröbchen hier mit drin enthalten und zwar von Elizabeth Arden, eine Vitamin C Ceramid-Kapsul-Geschichte. Da sind, ich glaube ja, 2 Stück drin und das ist so eine, man sieht es ja auch auf der Bildgeschichte, ne? Das sind so kleine Prömpelviecher und die sind gefüllt mit so einer silikonartigen Flüssigkeit, die wie so ein Serum ist. Und die macht man dann, nachdem man den Toner drauf gemacht hat, aufs Gesicht und dann macht man die Augencreme drauf und die generelle Tages- oder Nachtpflege und das soll halt der Haut gut tun und Vitamin C soll die Haut auch irgendwie regenerieren und so ein Kram. Renewal Serum. Okay, soll Strahlkraft geben. Radiance Renewal Serum. Ja, hier habe ich jetzt ein Seifenstück drin. Das ist meistens von dieser Marke Accentra oder so heißt das, glaube ich. Riecht auch wirklich nach Rose. So ein kleines Seifenstück mit einer Rose drauf in Herzchenform. Auch sowas finde ich ganz süß im Adventskalender. Ne? Es ist jetzt nicht so das ultimative Produkt, aber es ist okay. Und die muss natürlich jetzt auch bei der Größe darauf achten, dass es in diese kleinen Säckchen reinpasst. Von daher ist es okay und ist mit dabei. Machen wir weiter mit Shiseido Bio Performance Advanced Super Revitalizing Cream. Yay! Ich finde immer diese krassen Bezeichnungen von dem, was drin sein soll, so hardcore, ne? 30 ml und das machst du einfach, nachdem du das Gesicht gereinigt hast, morgens und abends auf das Gesicht drauf und ja, das soll dann alles revitalisieren, also quasi wieder irgendwas mit Anti-Aging, glaube ich, revitalisiert halt. Irgendwie so. Und Shiseido ist nicht günstig und es soll auch eine sehr gute Marke sein. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Marke, die ich gerne mag. Die hatten wir auch letztes Jahr, glaube ich, schon im Adventskalender drin. Das ist von Clinique, die High Impact Mascara in der Farbe 01 Black. Und hier haben wir drin 3,5 ml. Ja, das ist eine schöne Mascara. Ich persönlich komme damit nicht so ganz so gut zurecht, weil die mir einfach zu wenig ist. Ich mag es halt lieber, wenn es intensiver ist und nicht so ein bisschen, ne? Also ist eine schöne Mascara, aber für mich persönlich zu wenig. Ist aber schön, dass es im Adventskalender drin ist, denn sowohl die Marke als auch das Produkt Mascara an sich habe ich gerne in Adventskalendern. Hier bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, was da drin sein soll. Ach so, Si Passione, ein Taschenspiegel haben wir hier drin. Okay, also quasi ja in diesem süßen Säckchen, das ist so eine Art Samtsäckchen, haben wir, auch schön, do it all with passion or not at all. Also mach alles mit Leidenschaft oder lass es halt einfach sein. Von dem Giorgio Armani Si Passione, das ist ein Taschenspiegel. Ach guck, und dann habe ich zwei verschiedene Spiegel hier drin, genau. Einmal die normale Geschichte und einmal die Vergrößerungsgeschichte. Finde ich toll. Kommen wir zum nächsten Produkt und zwar von Miss Lynn. Ach, wie witzig ist das denn? Lolly Eyes Lip Gloss. Mhm. Berry Sweet ist die Farbe. Und das sieht ja mal total niedlich aus. Ja, da haben wir so einen kleinen Lipgloss drin. Finde ich ganz witzig, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Weil bislang hatten wir eher so eher weibliche, erwachsene Geschichten drin. Anti-Aging und so. Und dann kommt ihr mit so einem kleinen niedlichen Eisding um die Ecke. Coole Farbe auf jeden Fall und süß. So, dieses Produkt hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch mit drin. Von M. Mikalev Art and Perfume Ananda Pure Hand Gel. Okay, das ist ein Handgel. Da weiß ich jetzt gerade, hier sind 60 ml, genau, 60 ml sind hier drin. Da weiß ich nicht genau, was es sein soll. Ob das jetzt einfach nur ein Handgel, so eine Art Handpflege sein soll oder auch ob das Handdesinfektion sein soll. Wenn das Handdesinfektion sein soll, finde ich das ehrlich gesagt nicht so cool. Wenn das Handpflege ist, finde ich es schön. Also eine Handcreme finde ich okay in einem Adventskalender, aber ja, diese Desinfektionsgeschichten, das ist nicht so meine Welt, aber weil ich finde, das gehört nicht in den Adventskalender rein. Ne? Kommen wir zum nächsten Produkt und zwar von Estee Lauder. Hallöchen, Popöchen, Renutriv, ja. Ultimate Renewal Nourishing Radiance Eye Cream. Schön. 5 ml haben wir hier drin. Das ist eine, auch wieder hier, ne? Alles soll erneuert werden. Augencreme. Und nachdem du die verwendet hast, hast du ein ganz neues Gesicht, wie immer. Ja, ist so ein kleines süßes Pöttchen. Das finde ich auch hübsch. Mag ich gerne. Schön, so eine Augencreme hier mit drin.
Macht Sinn. Oha, hier kommen die Leute auf ihre Kosten, die gerne solche Mini-Flakons sammeln. Und zwar haben wir 7,5 Milliliter von dem Black Opium von Yves Saint Laurent hier mit drin. Und das habe ich auch in groß, da mag ich sehr, sehr gerne leiden. Das ist ein toller Abendduft, der so ein bisschen schwerer ist. Und ich mag den einfach gerne, wenn ich so abends mit meinen Mädels feiern gehe oder wir einen Mädelsabend haben oder sowas, ne? Das finde ich einfach 1A. Und ja, dieser Mini-Flakon ist dem natürlich auch wundervoll nachempfunden, wie es halt in Original aussieht. Finde ich extrem hübsch. Ich mag das, ne? Und schön, dass es drin ist. Wir haben hier eine Handcreme drin, deswegen glaube ich, dass dieses Micelle bla irgendwas eher so zur Handreinigung gedacht ist. Schade, Schokolade. Ahava Dead Sea Water Mineral Hand Cream Sea Kist, 40 Milliliter. Die hatte ich schon mal, habe ich aufgebraucht, fand ich gut. Mag ich gerne leiden. Ich mag auch Ahava als Marke an sich sehr gerne. Riecht auch angenehm aquatisch. Ist eine ganz tolle Geschichte. Hier habe ich noch was von Estee Lauder. Und zwar Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate. Also das soll alles wieder zurücksetzen. 5 Milliliter, das habe ich auch in groß. Da ist echt schön. Habe ich auch schon mal leer gemacht. Und ja, das ist ein Gesichtsserum, was einfach nochmal die Haut revitalisiert und erneuert und hübsch macht und Strahlkraft gibt und toll aussieht. Also auch die Verpackung mag ich gerne, ne? Also ich hatte das in klein schon mal leer gemacht. In groß habe ich es noch im Backup. Und ein super hochwertiges, hochpreisiges Produkt. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Und ich mit meiner sensiblen Haut habe es auch gut vertragen. Ich habe mir so ein langes Feed drin und zwar von A Drop Desai, keine Ahnung, Issey Miyake, Issey Miyake, kenne ich nicht. Eau de Parfum, 4 Milliliter. Okay, das finde ich schön. Mal wieder ein Parfum. Ich meine, das heißt ja auch Parfüm.de Adventskalender, ne? Oh, doch, das habe ich schon mal gesehen. Das hatte ich auch, glaube ich, sogar schon mal da. Das ist nämlich in so einer Ampullengeschichte. Ist halt nicht mit einem Roller oder mit einem Sprüher, sondern es ist halt wirklich mit so einem Prömpel hier oben drauf und dann schüttelt man sich das immer. Würde ich mir persönlich umfüllen in so einen Sprüher, damit man das halt auch wirklich verwenden kann. Oder man sieht es halt wie so ein Sammelflakon, weil ich weiß jetzt gerade ad hoc nicht, wie das Originalparfum dazu aussieht, ne? Aber hey, 4 Milliliter sind hier nochmal von einem Parfum mit drin, ne? Krass. Ein Lippi habe ich hier noch gefunden und zwar von Miss Lynn in der Farbe 79. Lipstick, ganz einfach, okay. Setting Sun und das ist so ein bräunliches Nude vom Ton her. Schaut so aus. Ist eine sehr schöne, tragbare Farbe und nicht dieses klassische Rot-Rot, sondern einfach eine ganz normal tragbare Alltagsfarbe. Und das finde ich schön. Ebenfalls von Miss Lynn und ebenfalls nicht in dem klassischen Weihnachtsrot haben wir hier einen Nagellack drin. Und Miss Lynn hat tolle Nagellacke. Ich habe auch ein paar von denen. Und die halten auch schön, mag ich gerne leiden. Das ist jetzt die 300. Und das ist irgendwie so eine Leberwurst-Nude-Farbe für mich persönlich nicht ganz so schön. Also, oder so ein Beige-Ocker, ich weiß nicht. Claudia versucht, Farben zu beschreiben. Mag ich jetzt nicht ganz so gerne leiden. Ich weiß auch nicht, ob in jedem Adventskalender die gleiche Farbe drin ist. Meins ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so. Dann habe ich hier noch ein Pinselchen mit drin. Den hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch mit dabei von Lancôme. Ist das ein Mini-Foundation-Brush. Ich persönlich würde den verwenden, um zum Beispiel Masken aufzutragen, weil das halt so ein ganz flacher Pinsel ist. Der eignet sich mega gut dafür, wenn du so eine Pöttchenmaske hast, ne? Dass du da mit dem Pinsel reingehen kannst und dir das schön aufs Gesicht drauf pinselst. Und das ist so ein richtiges Spa-Gefühl. Natürlich kann man damit auch die Foundation in seinem Gesicht verteilen, aber einblenden würde ich die Foundation grundsätzlich mit einem Blender oder mit einem Bufferpinsel. Dafür, das wird einfach zu streifig mit sowas, ne? Aber schön, dass es mit drin ist. Hier habe ich jetzt noch eine Maske von Hildegard Brauchmann drin, und zwar eine Zistus-Maske für alle Hauttypen, eine reichhaltige Gesichtsmaske für eine entspannte Haut. Da haben wir zwei Sachets a 7 Milliliter drin enthalten, und das ist so eine Crememaske, und die kann man dann auftragen, zum Beispiel mit dem Pinsel, den ich euch gerade gezeigt habe, und das finde ich cool. Und Masken in Adventskalendern ist ja sowas von mein Ding, deswegen freue ich mich noch mehr hier drüber, über Petite Maison. 15 Minuten lässt du die drauf, Facial Sheet Maske für Feuchtigkeit, Moisturizer. Oops, I'm great. Okay, das ist eine Tuchmaske mit 25 Millilitern. Ich kenne die Marke nicht, habe ich noch nie was von gehört, finde ich sehr ansprechend. Als letztes habe ich hier noch etwas drin, und zwar von Aigner, Caramia Tibazio. Ein Duschgel mit 75 Millilitern. Selbstverständlich sollte man sich auch ab und an mal duschen, damit man sich geduscht hat, genau. Riecht angenehm. Hat irgendwie auch was von Baumwollblüte, also so ein bisschen frisch gewaschene Wäscheduft riecht das.
Sehr pudrig angenehm. Den Duft mag ich gerne leiden. Das war jetzt der Adventskalender. Ich finde, dass wir da einen coolen Inhalt drin haben. 59,99 würde man ja normalerweise dafür bezahlen, wenn man halt die Söckchen auch noch, die Hütchen mitkaufen würde. Und ich finde, das lohnt sich. Also 10 Euro sind diese Söckchenviecher auf jeden Fall wert. Ne? Safe, auf jeden Fall. Ich habe euch aber mal den Warenwert eingeblendet, nur zu den Produkten an sich, weil wir gehen ja davon aus, dass die Söckchen 10 Euro wert sind. Ne? Und das wird ein guter Wert sein. Und da werden wir wieder sehr gut Spaß haben, ne? Und auch die Produkte gefallen mir. Wir haben ein paar Füllprodukte mit drin. Ja, ist aber okay. Und also für mich hätte ich die Kooperation nicht gehabt. Ich hätte mir so oder so gekauft, ist klar. Ich finde, das ist ein toller Inhalt und kann ihn euch empfehlen. Und jetzt kommen wir mal zu der Verlosung jetzt hier in diesem Video. Und zwar gibt es zweimal dieses Beauty-Paket zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und zwar sind das solche Boxen und die sind gefüllt mit Produkten von Kose. Sagt mir persönlich gerade überhaupt nichts. Einmal haben wir Cell Radiance with Soja Repair Cocktail, 75 ml von einer Maske, die glätten soll und quasi ja, die Kontur einfach schärfen soll, finde ich sehr, sehr cool. Und ja, einfach mal eine komplette Maske hier reinzupacken. Sehr nachhaltig auch vor allem, dass du da so eine Tube hast und die kannst du dir dann einteilen. Normalerweise sagt man so, dass man ungefähr 5 ml pro Anwendung verwendet. Ne? Deswegen kommst du da lange, lange mit aus. Echt cool. Dann habe ich hier auch noch mit in der Box auch wieder Kose Cell Radiance mit Rice Bran Extract, okay, Purifying Foam Wash. Okay, das ist eine Gesichtsreinigung mit 125 ml und ja, für die Gesichtsreinigung. Dann ist alles klar, ne? Und dann schauen wir nochmal weiter. Ich habe hier noch mit drin. Wow, was ein Riesenvieh. Kose Cell Radiance mit Soja Repair Cocktail Firming Body Cream, 190 ml. Wow. Und ich liebe ja solche, ja, Body Creams in Tiegeln. Das ist so angenehm, die zu verwenden. Das ist so edel und fühlt sich toll an. Und hier haben wir auch dann so einen schönen Tiegel, ne? Einfach ein Träumchen. Mega. Rieche ich jetzt hier echt nichts raus, sonst könnte ich euch sagen, wie es riecht. Aber ich lasse es natürlich verschlossen, ne? Wenn es bei euch ankommt, dass alles auch noch original verpackt ist und so. Und dann haben wir noch zwei Produkte hier drin. Einmal die Contouring Lift Anti-Targeting Serum. Oh schön, 30 ml. Das ist auch wieder ein Anti-Age-Serum, was die Kontur straffen soll und alles schön werden lassen soll. Und eine Tasche. Und die ist hübsch. Hier hat Blumis drauf und ist so im Jute-Style. Für mich extrem cool. Also vielen Dank an parfüm.de, dass ihr die beiden Boxen hier zur Verfügung gestellt habt, damit ich sie verlosen kann, dass ihr mir den Adventskalender zum Vorstellen geschickt habt und die Codes Claudiswelt15 für 15% auf das komplette Sortiment, Claudiswelt5 für 5 Euro auf den Adventskalender. Leute, tobt euch hart aus und ja, ne? Ja. Ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!